Glauben Sie, dass die Teufelsdrachen heute viele Tore schießen? Die Zahl der Tore ist ziemlich unwichtig. Tore sind nicht der einzige Weg zum Sieg. Äußerst wirksam, dieses neue Zeug aus Amerika. Ich habe eine Idee, ich breche allen die Knie. Genauso wie deins damals, dann seid ihr eine Mannschaft von lauter Krüppeln. Krüppeln! Krüppeln! Dann wärst du nicht mehr so allein.
dürfen Sie nicht durchgehen lassen. Wieso pfeifen Sie nicht? Ich hab jetzt genug. Es ist Zeit für eine gelbe Karte. Wo ist meine gelbe Karte? Wie hat die genommen? Das war Feiger, so verhindern. Oh, Vorsicht. Die hauen uns total in die Pfanne. Sogar ein Eisenschädel nützt da nichts. Du haben die Teufelsdrache noch nie gespielt. Ich kenne die, ich habe jahrelang mit denen gearbeitet. Die betrügen uns, das ist irgendwas faul. Ganz egal, was die anderen tun, wir müssen uns reinhängen, dann können wir auch noch siegen. Ich habe plötzlich Durchfall. Ich muss auch weg, weißt du, meine Frau kriegt heute ein Baby und sie ich muss... Sie wird nicht gerade jetzt kriegen, du musst weiter mitspielen, sonst schaffen wir es nie, diese Typen zu schlagen. Was meinst du mit schlagen? Die machen doch Kleinholz aus uns. Hier. Hey, wir brauchen dich, lass uns nicht im Stich. Lass mich bitte gehen. Na, ich hab noch mein ganzes Leben vor mir. Schluss jetzt! Zing hat recht. Also reißt euch zusammen. Ihr müsst weiterspielen. Jetzt geht's da draußen nämlich um alles. Wir haben bloß noch 8 Mann auf dem Platz. Es darf keiner mehr ausfallen, sonst werden wir disqualifiziert. Dann pfeift er ab. Zeigt den Typen, was Kung-Fu bedeutet. Und was Kung-Fußball ist. Die Shaolin-Pyramidenmauer! Eine Mauer soll das sein? Die müssen Sie noch verbessern. Alles klar. Ja, aber was tun wir jetzt? Hallo, hier ist Chin.